Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Go. Und heute werden wir mal mit unserem schönen zusammengefarmten Team, was wir uns in der letzten Runde so geholt haben im letzten Part, mal ein paar Arena-Kämpfe bestreiten, denn dafür sind unsere guten Pokémon ja da. Aber vorher müssen wir unser Team noch etwas ergänzen. Denn ich war noch mal für kurze Zeit am Maschsee, beziehungsweise am Maschpark, und habe noch mal ein paar Pokémon gefangen, sodass wir jetzt noch zwei weitere Entwicklungen machen können. Also zwei vollwertige Entwicklungen. Und die würde ich doch gerne noch vor diesen Arena-Kämpfen machen. Und die erste davon ist etwas, was viele von euch sicherlich, ja, auch gerne hätten. Also, wenn ihr einen See in der Nähe habt, auf jeden Fall dahin. Falls ihr es noch nicht habt, also, es ist eigentlich relativ, ja, einfach zu bekommen, sag ich mal. Weil, wenn man weiß, wo die vier spawnen, dann kriegt man die 100 zusammen. Denn ich habe die 100 Karpadore gefangen. Und das bedeutet, wir schaffen es. Wir entwickeln unser höchstgeleveltes, 130 ist das höchste Karpador, was ich gefunden habe. Und bekommen daraus, es guckt hier schon raus, ein Garados. Und hoffen wir mal, dass es einen hohen Wert hat. Wie gesagt, das höchste Karpador, was ich finden konnte. Und dementsprechend ein 1410 WP starkes Garados. Auf jeden Fall der absolute King bei uns bislang, aber gar nicht so weit von Flamara entfernt, aber da kann man mit Bonbons sicherlich noch einiges aufbessern, aber das werde ich wie gesagt vorerst nicht tun, die möchte ich mir nämlich ansparen, bis ich ein höheres Level habe. Ansonsten schauen wir uns mal, das ist das andere Pokémon, was ich entwickeln könnte. Ich könnte zwar direkt mein Quapuzzi entwickeln, aber ich habe extra genug Bonbons zusammengesammelt, um dieses Quapuzzi zu entwickeln, weil dieses Quapuzzi schon ein höheres Level hatte als mein höchstgeleveltes Quapuzzi. Davon hatte ich ja insgesamt auch 3 gefangen von den Quapuzzis. Aber so kriegen wir auf jeden Fall ein stärkeres und müssen weniger Staub investieren, sondern nur Bonbons. Und das ist jetzt ja nicht so schlecht, sage ich mal. So bekommen wir ein Quapuzzi auf Level 686. Hätte sicherlich etwas höher sein können, aber wir können auch direkt die nächste Entwicklung durchführen. Und dann ist unser erstmaliges, unser vorläufiges Arena-Kampfteam vollständig. Denn mehr kann ich jetzt auch nicht mehr entwickeln. Und das ist ein Quappo. Also an Wasser-Pokémon sind wir gut gerüstet, an allen anderen Pokémon müssen wir noch ein bisschen nachrüsten, aber Wasser-Pokémon sind ja sowieso in den meisten Generationen am meisten vertreten. Weshalb ich auch der Meinung bin, dass von den drei Teams, in Anführungszeichen, also Feuer, Elektro und Wasser, meiner Meinung nach bislang tatsächlich Elektro das stärkste ist. Und hier bin ich zu einer Arena gegangen, die ich eigentlich bekämpfen wollte, und da hat tatsächlich jemand anders direkt vor mir die Arena gemacht. Und ich habe denjenigen sogar gesehen, der saß im Auto. Und hat die Arena gemacht. Ein bisschen assi, das Pokémon direkt reinzuschmeißen. Habe ich mir dann auch so gedacht. Deswegen habe ich mir gedacht, der ist der extra mit dem Auto hingefahren, um das zu machen. Aber ich habe dann festgestellt, er ist auch Team Rot. Also übel genommen hat das mir sicherlich nicht. Er hat einfach nur noch eine bessere Verstärkung damit drin. Also das war schon mal der erste Versuch, eine Arena zu bekämpfen. Hat ja wunderbar funktioniert. Da war ich leider ein paar Sekunden zu langsam. Aber egal, wie gesagt, Team Rot hat hier eine Arena eingenommen. Und dann, wenn ich mich ein bisschen auf dem Radarbildschirm umgeguckt habe, dann befinden sich in der Gegend tatsächlich aktuell 7 Arenen, also waren sichtbar, und 5 davon gehörten Team Rot und 2 nicht. Also wisst ihr genau, was wir vorhaben, nämlich die erste. Amelgidientorplatz, die Hauptarena, war ganz, ganz lange Zeit in roter Hand. Das war die, die ich euch mal gezeigt hatte, die auf Arena Level 8 oder so war. Und nur mit roten Pokémon besetzt, mittlerweile von Team Blau übernommen, und da müssen wir natürlich ein bisschen was dran ändern. Unser Garados haben wir ja leider schon abgegeben in die andere Arena, das heißt, das kann nicht eintreten. Deswegen kämpfen wir mal mit diesem Team, da die ja, mit einem Feuer-Pokémon am Ende sind. Haben die, glaube ich, unser Team jeweils auf das stärkste Pokémon angepasst, deswegen die Wasser-Pokémon da ganz vorne geschmissen. War natürlich nicht so schlau, aber wir testen mal unser Quapo aus. Ich finde Quapo tatsächlich gar nicht so stark. Muss ich zugeben, zumindest unseres nicht. Weil seine Attacke sehr langsam ist. Also das Quapo ist allgemein ein sehr, sehr langsames Pokémon. Seine Attacke ist sehr, sehr langsam und zieht dafür auch gar nicht mal so extrem viel Leben ab. Es hält dafür sehr viel aus. Also Quapo ist meiner Meinung nach, zumindest kommt mir bislang so vor, als wenn es ein ziemlicher Tank wäre. Aber wirklich viel Damage macht es nicht. Aber ja, es hat, glaube ich, halt einfach Stärken auf die Defensive. Und dann hauen wir da einfach mal weiter ein bisschen drauf. Aber es macht halt unfassbar wenig Damage. Also das Quapo ist, glaube ich, echt so für sehr, sehr lang anhaltende Kämpfe. Aber wie gesagt, das war seit langer Zeit mein erster Arena-Kampf. Und bei mir leckt ja, wie gesagt, das Spiel auch immer so ein bisschen, weil ich ja das schlechteste iPhone-Modell hat, was dieses Spiel abspielen kann. Das iPhone 5. Und wenn ich dann gleichzeitig noch die Aufnahme laufen habe und das Spiel, dann ist es halt leider in Arena-Kämpfen etwas am Laggen, weshalb Ausweichen und so bei mir immer nicht ganz so gut funktioniert. Wir wechseln jetzt einfach mal.
weil ich eigentlich ungern noch einen Beleber verschwenden möchte. Das läuft ja ganz gut, aber... Hypno hat auch schon mal bessere Tage erlebt, sagen wir es mal so. Aber im 1 gegen 1 kann es sich trotzdem gegen ein, ja, über 160 stärkeres Enteron momentan gut behaupten. Also, läuft ja eigentlich ganz gut hier. Deswegen Hypno gegen Enteron, Psychokinese-Schlacht, die wir hier haben. Beziehungsweise ist wahrscheinlich eher Konfusion. Psychokinese sollte dann, glaube ich, eher eine aufgeladene Attacke sein. Ein bisschen Spukbällen und so schafft unser Hypno tatsächlich das 1 gegen 1 gegen ein, wie gesagt, 163 stärkeres Enteron. Also, auch wenn es natürlich nicht viel nach viel Damage aussieht, was der Hypno so macht, scheint der ordentlich was leisten zu können. Ciao, Enteron. Wartet nur noch ein Pokémon auf uns, Magma. Und da haben wir ja jetzt genug Wasser-Pokémon dabei. Deshalb wechseln wir mal zu Quappo. Aber auch da sehen wir wieder, obwohl es sehr effektiv ist, könnte mehr Damage machen. Aber naja, wie gesagt, es ist, glaube ich, eher ein Tank. Und ich so der Damage-Dealer, aber kann man ja mal machen. Ist jetzt ja nicht so das Problem. Theoretisch wollte ich jetzt eine aufgeladene Attacke raushauen, das möchte das Spiel aber nicht. Jetzt macht es das. Hydro-Pumpe vor allem. Ja doch, Hydro-Pumpe heißt es ja, ich bin verwirrt. Es ist mal wieder, ich gucke auf die Uhr, 4:23 Uhr. Es tut mir leid, ich komme einfach früher nicht dazu aufzunehmen, aber das ist tatsächlich auch der letzte Part, den ich aktuell aufgenommen habe. Und das ist heute der allererste Tag gewesen, seitdem ich Pokémon Go spiele, dass ich kein Pokémon Go gespielt habe. Am ganzen Tag nicht. Das allererste Mal überhaupt. Weil es heute auch ein bisschen gewittert hat und ich eigentlich mal wieder ein bisschen lernen musste. Und ja, dann habe ich mir heute gedacht, okay, heute hat es gewittert, dann kannst du das heute mal machen. Und ja, den ersten Arena-Kampf haben wir mal ein bisschen in normaler Geschwindigkeit gemacht. Jetzt können wir das Ganze ein bisschen beschleunigen, denn naja, es sind dieselben Pokémon, nur eins weniger. Denn das Arena-Prestige ist gesunken. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viele Erfahrungspunkte wir bekommen haben. Weil ich habe nämlich mal darauf geachtet, wie viele Erfahrungspunkte wir bekommen haben, als... Okay, hier sehen wir schon mal, dass Flamara weniger Tank und sehr viel Damage-Dealer ist, aber das ist ja auch doppelt so hohes Level gewesen, deswegen kann man das, glaube ich, nicht unbedingt vergleichen. Aber auch Blitzer ist viel, viel schneller und kann viel, viel schnellere Attacken machen. Gehört zwar nicht von den WP-Werten her zu unseren stärksten Pokémon, aber kann durchaus was ausrichten. Also ich glaube, Blitzer ist das einzige Pokémon, bei dem ich momentan überlege. Hier habe ich übrigens auch das Ausweichen relativ gut genutzt. So sollte man das übrigens öfter machen. Weil ihr seht, so schaffe ich es fast. Okay, wenn er uns mit der Hydro-Pumpe nicht getroffen hätte, hätten wir es tatsächlich fast geschafft mit dem Blitzer ein, ja, über 500 WP stärkeres Enteron wieder zu machen. Also das ist ganz gut. Aquana ist auch sehr gut. Gibt ja mittlerweile diverse Listen auf YouTube, in denen erzählt wird, wie stark die Pokémon sind, weil ja einige Leute den Gamecode geknackt haben und deswegen da Werte rausgeholt haben. Da gibt es ja Pokémon mit den größten Gesamtstats. Da ist ja zum Beispiel Dragoran mit ganz weit vorne, also mit Abstand vorne, und dann ist da noch Kokowai und Co. mit dabei. Dann gibt es Tabellen nach den besten Angriffswerten, nach den besten Verteidigungswerten und nach den... irgendwas anderes gibt es noch. Ich weiß aber nicht, was das andere war. Es gab noch irgendwelche dritten Werte. Genau, KP-Werte. Und die sind dann auch noch Listen. Und es gibt auch die besten Damage per Second Listen. Und das sind ja die, die mich momentan am meisten interessiert haben. Und dort ist ja tatsächlich Aquana mit in den Top 5. Blitzer und Flamara nicht. Sind beide knapp unter den Top 5. Aber Aquana gehört zusammen mit Pokémon wie Simsala. Diesmal haben wir es geschafft, mit unserem Blitzer das 500 WP stärkere Enteron zu besiegen. Und auch mit Aquana schaffen wir es hier, das über der fast 300 stärkere Magma zu besiegen. Also ganz easy. Simsala gehört damit in den Top 5. Ich glaube, ist sogar ganz oben. Aquana gehört mit in den Top 5. Und die anderen habe ich, glaube ich, gerade vergessen. Fällt mir zumindest gerade nicht mehr ein. Naja, ist egal. Also Aquana gehört auf jeden Fall dazu, deswegen freut mich das. Und da Blitzer und Flamara nur ganz knapp nicht drin sind und wir deswegen, ja, ein Elektro-Pokémon haben wollten, nehme ich das auch mal mit. Genau, was ich erzählen wollte vorhin, meiner Meinung nach sind von den drei Teams Elektro das stärkste. Und Feuer hat, glaube ich, die Arschkarte gezogen, sage ich mal. Teamfelder, es tut mir leid. Also Team Magmo, ihr wisst schon. Aber es gibt einfach unfassbar viele Wasser-Pokémon und es ist auch meiner Meinung nach am einfachsten, Wasser-Pokémon zu fangen, weil man halt dazu halt einfach zu einem See oder einem Fluss gehen muss und halt mit Sicherheit Wasser-Pokémon bekommt. Das heißt, Wasser-Pokémon in großer Fülle zu fangen und dementsprechend sie auch relativ früh zu entwickeln und Bonbons zu bekommen, um sie aufzupowern, ist bei Wasser-Pokémon meiner Meinung nach halt am einfachsten. Bei Elektro und bei Feuer-Pokémon wird es schon schwierig. Oder schwieriger. Dementsprechend hat man halt sehr, sehr viele Wasser-Pokémon normalerweise. Das bedeutet wiederum, dass Feuer-Pokémon
halt die Arschkarte haben, weil es gibt halt sehr viele Wasser-Pokémon, das heißt, sehr viele Wasser-Pokémon sind in Arenen, Feuer-Pokémon tun sich dann natürlich schwer gegen und Feuer-Pokémon als Verteidigung in Arena zu boxen ist natürlich auch doof, wenn fast jeder sehr viele starke Wasser-Pokémon hat. Also hat Feuer da, wie gesagt, die Arschkarte gezogen. Elektro hingegen hat meiner Meinung nach so das Beste, was man so machen kann, weil es gibt sehr, sehr viele Wasser-Pokémon, das heißt, Elektro-Pokémon sind immer geil. Es gibt in dieser Generation in der ersten noch keinen Wasser-Boden-Typ, das heißt, die Elektro-Pokémon können auch quasi jeden Wassertypen hier eins ausrichten und die Boden-Pokémon sind sehr, sehr schwierig zu bekommen. Also Nidoking, Nidoqueen, Geowatt, sowas sieht man sehr, 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 sehr selten. Also ich habe es tatsächlich noch gar nicht gesehen, dass irgendwo Nidoking, Nidoqueen oder ein Geowatz rumgelaufen ist oder ein Rizeros oder so, habe ich noch gar nicht gesehen. Und dementsprechend, also in Arenen habe ich es zumindest noch nicht gesehen, die, also Nidoran und Nidorina und so, die habe ich ja selber schon. Und auch ein paar von den Kleinsteins besitze ich ja auch. Und ein Rion habe ich auch schon gefunden, aber trotzdem genug davon zu finden, um die zu entwickeln, das haben wohl die wenigsten. Und dementsprechend ist das die einzige Schwäche, die Elektro-Pokémon haben und die sind bislang sehr, sehr wenig vertreten. Das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt sind Elektro-Pokémon einfach, so starke Elektro-Pokémon, sehr, sehr groß im Vorteil. Und ja, Feuer-Pokémon haben, wie gesagt, die Arschkarte, weil fast jeder Wasser-Pokémon hat. Dementsprechend, also wenn ihr ein starkes Elektro-Pokémon habt, solltet ihr es in Arenen eigentlich relativ einfach haben. Deswegen werde ich vielleicht noch, wenn ich ein neues Evoli entwickle, wahrscheinlich nochmal einen Blitzer rausholen. In der Hoffnung, dass dort auch bessere rauskommen. Also, was Besseres rauskommt, ihr versteht schon, ne? So, was ich noch kurz ansprechen wollte, Pokémon Nester. Das ist ja aktuell das Thema, um das sich bei Pokémon Go viele kümmern. Pokémon Nester, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, Pokémon Nester sind Orte, an denen Pokémon, die normalerweise nicht so häufig spawnen, in besonders großer Häufigkeit spawnen. Das heißt, es gibt zum Beispiel in Freizeitpark, in 1-2 habe ich schon da Meldungen gesehen, dass da Electek-Nester sind. Also Electek ist normalerweise ein Pokémon, das sehr, sehr selten spawnt. Und in diesen Freizeitparks gibt es teilweise Tonnen von Electeks, die auch alle paar Minuten da spawnen. Oder ich habe auch schon Bilder gesehen von einem Freizeitpark, nicht Freizeitpark, sondern einem Stadtpark irgendwo in Australien, wo ganz viele Rosanas gespawnt sind. Einen in England, wo ganz viele Bisasams gespawnt sind. Also in diesem Pokémon ist dann spawnen halt Pokémon, die eigentlich sehr, sehr selten spawnen, in extrem großer Hülle und Fülle. Und da gibt es auch schon Listen in, für. Da müsst ihr einfach bei Google mal Pokémon Go Nests eingeben. Dann gibt es da auch eine globale Liste und da könnt ihr auch Vorschläge einreichen, falls ihr selber welche gefunden habt. Denn auf dieser Liste gibt es in Deutschland bislang nur ein einzigen eingetragenes Pokémon Nest. Das ist, glaube ich, in Stuttgart. Das ist ein Traumato-Nest. Und Traumato ist nicht selten. Deswegen ist das jetzt nicht so geil. Also wenn ihr selber merkt, bei euch spawnen irgendwo in der Gegend Pokémon, die sehr, sehr selten sind, eigentlich, aber bei euch halt extremer Hülle und Fülle, dann reicht das da mal ein. Vielleicht können wir die Karte für Deutschland etwas vergrößern, etwas verbreitern, etwas verbessern, dass auch andere etwas davon haben. Ich zum Beispiel kann nur sagen, das ist jetzt nicht wirklich ein Nest, aber im Stadtpark in der Nähe vom Zoo in Hannover ist jede halbe Stunde ein Bisasam. Egal, wann ich dahin gehe, ich muss keine 20 Minuten warten, bis dort ein Bisasam spawnt. Also da habe ich schon 3 Bisasams zusammen und deswegen werde ich mich da wahrscheinlich demnächst auch nochmal hinbegeben, wenn ich wieder ein bisschen Zeit habe nach der nächsten Klausur. Und dort ein bisschen Bisasams farmen, damit wir was gegen die Wasser-Pokémon haben, wie gesagt. Denn das ist unser größtes Problem. Wir haben noch nicht so wirklich starke Elektro- oder Pflanzen-Pokémon. Und wenn wir dann irgendwie ein Bisaflor zusammen farmen könnten, wäre das ziemlich genial. Nicht nur für meinen Pokédex, sondern auch für mein Team. Um halt Arenen auseinanderzunehmen, wo halt sehr, sehr viele Wasser-Pokémon normalerweise gewöhnlich drin sind. Ja, wie gesagt, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Also auf der westlichen Seite vom Maschsee haben wir ja schon gesehen, dass da relativ viele Marollos sind. Und in diesem Stadtpark so alle halbe Stunde ein Bisasam. Das ist jetzt kein wirkliches Nest, wie gesagt, in diesen Nestern sind meistens so 6 bis 7, teilweise 8 Pokémon dieser Art gleichzeitig. Hier ist halt immer nur ein Bisasam alle halbe Stunde. Aber es kommt schon so etwas einem Nest nahe. Das ist der einzige Tipp, den ich euch bislang geben kann. Wenn ihr, wie gesagt, auch welche habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht sogar welche in Hannover. Also falls irgendjemand von euch aus Hannover kommt oder in Hannover mal Pokémon jagen war und gemerkt hat, oh, an der Stelle kommt irgendein Pokémon, was relativ selten ist, extrem häufig vor, dann schreibt es in die Kommentare, ihr helft dann den anderen und ihr helft dann auch mir, weil dann kann ich da auch hingehen und wir Pokémon farmen und dann können wir diese Pokémon auch im Let's Play weiterhin nutzen. Und wie gesagt, wenn ihr auch noch der ganzen Welt Freude bereiten könnt, dann könnt ihr auf dieser Seite, die momentan mit Anfragen eh schon zugeballert wird, also wahrscheinlich werden die meisten Anfragen gar nicht bearbeitet, aber ihr könnt da trotzdem mal einsenden.
Vielleicht können wir die Karte für Deutschland dort ja etwas erweitern, dass wir hier in Deutschland nicht nur ein einziges Traumato-Nester haben. In Frankreich ist, glaube ich, schon zwei Nester eingetragen, ein Voltoball und ein Dratini-Nest, was wesentlich cooler ist als unser Traumato-Nest. Deswegen, wie gesagt, die Deutschlandkarte verbessern, das ist das Ziel. Praktisch. Außerdem gibt es die Pokémon-Seite, also die Seite auch Pokémon Vision mittlerweile. Solange wie das 3-Step-Bug noch da ist, könnt ihr dort quasi die Umgebung von euch scannen und so im 100 bis, ich glaube, 100 Meter Radius werden euch dann aktuell alle Pokémon angezeigt, die sich dort befinden und die, ja, demnächst, und wie lange sie noch brauchen, um zu despawnen. Ist ein bisschen gecheatet, ja, aber solange wie der 3-Fuß-Bug noch da ist, gibt es momentan leider keine andere Möglichkeit. Also das kann ich euch empfehlen, falls ihr aktuell unbedingt Pokémon Go spielen wollt und euch der Bug genauso auf die Nerven geht wie ich. Ich nutze es eigentlich nicht, weil das halt noch mehr mobile Daten frisst wie sonst schon, aber naja. Holen wir uns die Belohnung ab. Unsere Arena-Kämpfe für diesen Part sind beendet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.